So, guten Morgen vom Montag. Wir sind jetzt hier gerade dabei. Ihr kennt wahrscheinlich noch den Radlader der Hanne. Da haben wir die Einspritzpumpe tauscht. Jetzt haben wir aber Probleme. Der geht immer schlechter an. Wir vermuten, dass halt einfach nicht Kompression im Wasser ist. Wir messen es hier mal, wie es gut rausgegangen ist. Wir vermuten wahrscheinlich, dass der einfach relativ schlechte Kompression hat. Das war schon, wo man hier Ketten war, schon wegen so Gerühre, sage ich mal, wo man natürlich Kompression Kette hat. Jetzt messen wir es mal und dann wissen wir Bescheid. Der Liam und ich haben da gerade Fehlersuche betrieben an dem Deiz. Zuerst ging das Zündschloss und so weiter kaputt ist. Haben dann aber herausgefunden, dass unter Offen- und Wackelkontakt eine große Hauptsicherung ist. Da müssen wir uns dann noch gucken, dass wir die sauber verklemmen. Und der Rolf baut Treppe. Kann ich euch nachher mal zeigen, wenn er noch so weit fertig ist. Genau, der baut die Treppe. Und der Basti guckt nach unserem eigenen Bagger. Der hat halt mal ein bisschen gestreikt auf der Baustelle. Wahrscheinlich ist schon wieder Wasser und Diesel drin. Danach gucken müssen. Schlecht. Aber naja, hier kommen wir hin. So, zum hier am Kompressionsmesser. Haben den Absteller abgesteckt, dass er nicht mehr einspritzt. Und jetzt soll wohl erst jetzt nochmal messen. Irgendwie stimmt das nicht ganz da. Ob das ist, okay. Jetzt lassen wir den Druck weg. Hält der Druck, weißt du? Ja. Ja, als ob du gerade gehört, erhält der Druck. Also ist quasi die Messung dicht an sich, aber die ist ziemlich schlecht. Wir machen es mal alle voll durch und dann zeigen wir euch nachher mal das Ergebnis. Das waren es, glaube ich, 15, gell? Keine 15. Nicht mal 15, okay. Hier die Werte messen. Die sind sehr, sehr schlecht. Wir machen jetzt mal einen Druckverlustprüfer, weil den haben wir jetzt alles da. Das brauchst du ja nicht, das kannst du ja quasi den vom Motormeter. Halt nochmal zum Vergleich mit dem Druckverlust. Achso. Ja, du kannst aber den vom Motormeter kannst du einfach. Nein, weißt du, der Ausschluss ist der gleiche. Genau hier mit dem Druckverlustprüfer, da kann man hier Druckluft drauf geben und dann kann man quasi sagen, Aha. Wo der quasi hingeht und wie arg der ist. Das sollten wir uns mal ausprobieren. Weil sind halt alle gleich, oder was ist alle gleich schlecht? Manche sind noch schlechter. Aber wir wollen jetzt gucken, nicht, dass wir da einen Messfehler haben. Und im Motor quasi sagen, der ist schlecht, aber eigentlich ist er gar nicht schlecht. Aber wir vermuten schon, dass da Äpfel ist. Also wie der durchdreht, der dreht da durch wie so alte Gillepumpe. Ja, da müsste ein Haufen Adapter-Scheiß dabei sein. Bloß die der Sache, da gehen wir mit dem ersten Manometer mal drauf, da nicht gleich mit voller Last, weil ich glaube, da stehen bloß 7 dran, dass uns da gerade Zeichen aushaut. Ich stöpsel da mal schon um. So, wir haben jetzt hier die Druckverlustprüfung gemacht. Wir haben jetzt 5 Bar drauf gegeben. Und jetzt müssten wir auch mal wieder abstecken. Nein, das ist alles weg. Machen wir schon nochmal. Genau, wir haben jetzt hier gemessen. Schiebe ich jetzt immer Luft wieder hinterher. Er hält es auch soweit. Es ist hier oben nichts undicht, also passen die Messungen, was wir im Motormeter gemacht haben. Jo, wir messen es mal mit einer Messuhr
was da dabei ist und dann gucken wir weiter, was da noch ist. Also dann machen wir das da mal wieder alles weg. Das ist besser weg. Dann den Verlustmesser machst du auch weg, David. Und dann machen wir da die Messer leer. Mal da die Messer mal noch. Messer mit dem halt mal noch. Ja, schieb das so mit drauf. So. Jetzt lassen wir noch kurbeln. Ja. Nicht ganz 10 Bar. Und der hält ja, also man kann es ja sehen. Messung ist dicht. Sind halt tatsächlich nur 10 Bar. Da brauchen wir uns nicht wundern. Also dann ist der Motor mehr oder weniger Fritte. So, herzlich willkommen vom Dienstag heute. Wir haben jetzt hier den Kupplungsstollen schnell gemacht. Das sitzt hier sauber. Und baue jetzt Kupplung an. Vielleicht kommen wir noch dazu zum Zusammenschieben. Das sehen wir dann aber. Müssen wir mal schauen. Den Deutz haben wir auch viel fertig bekommen. Da war jetzt noch ein Masseproblem im Endeffekt, dass man da quasi Probleme damit gehabt hat. War Massekabel kaputt, haben wir erneuert, ist das auch gut. Häufig stehen da am Hebelrichter, den verrabbelten Euronet und Euronetter Ding, Kabelbaulöffel. Jo, so sieht's aus. Ich denke mal, dass wir mal fährt, jetzt auch mal eine Zeitraffer mitlaufen. Und dann werde ich da wisst ihr Bescheid, was das überhaupt geht. So, Fiat ist zusammengeschoben, so gut wie. Ja, ich denke mal, dass der heute Nachmittag mal die ersten Fahrversuche versucht, wenn es die Batterie nicht leer ist oder sonst irgendwas, was da jetzt sein könnte, ob irgendeine Kleinigkeit noch fehlt. Ja, und dann geht's weiter. Der Rolf macht den Lagersitz, wie gesagt, das Rohr. Hat er abgesägt, dreht das noch aus, nehmt es wieder noch. Ja, ich finde, da gibt es heute nicht so jetzt Ärger. Basti macht dann wieder fertiger. Winterreparatur die erste. Ja, dann schauen wir mal, wie lange der braucht. Normalerweise müsste er diese Woche fertig sein. Aber da kommen wir alles hin. So ist also. Bis dahin. Tschüss, Basti! Jetzt sind wir da dabei. Und die Zylinder dann aufmachen. Und wir gucken, wie viel Zeit brauchen wir, zeige ich euch.
Folge vom Mittwoch. Da habe ich gestern noch die Zylinder alle auseinandergebracht, sage ich mal, den Ohren mehr oder weniger. Mal gucken, wie man das dann runterfällt mit der Dichtung, weil das ist so fest aufgebaut. Ich vermute, dass man oben das Auge runterschrauben kann. Müssen wir mal gucken. Jo, und der eine, den haben wir auseinandergebracht, der ist auch ein komisch gesichert mit so einem Bolzer. Also, so eine nächste spezielle Maschine. Jo, David macht die Kupplung halt voll rein. Da ist alles toll hier. Automat, Kupplungsscheibe. Schwungrad ist auch schon vorbereitet. Haben wir uns noch auf ein neues Pilotwagen gewartet. Welche war ich jetzt an? Welche war dabei? Die war dabei. Die ist leichter. Und welche waren da zwei dabei? Oder wie ist das? Ah, die Kupplung und eine Scheibe. Ach so. Keine Ahnung, muss ich gucken nach der Nummer, welche wohl dazugehört, oder? Die gleiche Nummer. Ach so, echt? Und hier die da noch einbauen. AT310er. Messen mal die Nauer, die gleich hoch sind. Die Nummer, weißt du nicht, die gleiche? Ja, ist komisch. Gut, wobei die dann noch massiver wirkt, gell? Aber die alte, die sieht auch nochmal anders aus, super. Unterschiedlich hoch, oder? Ja. Sind alle drei unterschiedlich hoch, oder? Ist auch nicht mehr gleich ist. Ja, die wie die. Ja, die ist gleich, gell? Ja gut, die ist auch ein bisschen verschlissen, weißt du? Dann hätte ich die nehmen. Hä? Ja, nee, da ist schon ein Rand. Ja. Da ist mehr wie nur ein bisschen. Weil so der Hund ist hier nicht, weißt du, die sind ja noch drauf. Mit den Tieren einbauen. Okay. So. Ich hab Bilder. Guck schon Bilder, genau, warum sie drin waren. Jo, ich muss dann auch noch, und heute Abend ist dann Felgenlack montieren, frisch gepulverte, die ich letzte Woche noch gemacht habe. Sieht echt ganz schön schick aus, kann ich sagen. Gucken, dass wir die Kratzer frei montieren. Genau. Und Rolf macht die Walz und das Mulchgerät. Und dann schauen wir weiter. Ich kümmere jetzt mal einen Spalter, weil das sind spezielle Verschraubungen. Da muss ich mal gucken, was wir da machen damit, was wir hinbekommen. Jo, so viel mal hierzu. So, herzlich willkommen vom Mittwochabend. Neu der Fiat. Haben wir zwei fertig gemacht, der David. Der tropft noch ein bisschen vom Wasser, vom Runterquatschen am Motor wegen. Wenn wir den Karton runter und gucken, ob er sonst schon irgendwo groß und dicht ist. Oder ob er dicht ist soweit. Die Felgen dazu kommen, sehen echt super aus. Die zwei Vorderreifen sind auch gut gegangen zu montieren. Aber jetzt die Hinterreifen, die liegen schon ein bisschen. Die haben wir jetzt mal ein bisschen versucht hier aufzuspannen. Gespannt, ob das dann morgen besser wird. Genau, dass wir die montiert bringen. Und da muss auch schon probieren, da schon mit Schlapppilot drauf schießen und so auch noch gerade. Puh. Ich will mir vielleicht da noch zwei oder drei Kettenzüge noch mit dazu irgendwo von unten oben. Und mal schauen. Ist noch alles passiert. Da ein Spalter. Habe jetzt auch ein bisschen was zusammengebracht. Das sind einfach nur konische Dichtungen dran, die jetzt einfach neu dreht. Und das dichte mir übers Gewind, schon irgend so final geruscht. Leider Gottes, das Neidrät, das müsste jetzt dicht werden. Mit Gewindedicht, genau, und hier unten. Das ist eine 14er Leitung. Das ist irgendwie so ein 3/8 oder sowas, da wird es einfach auf 14S draufgeschnitten und fertig. Kurz und schmerzlos.
Weil das, was da drauf, das sind. Das sind metrische Gewinde mit Dichtring, also mit flachdichtendem Dichtring. Das gibt es so nicht wirklich hier bei uns. Ja, von dem her, keine Ahnung, auf dem Umbau, dass wir hier auf metrischem Standard mit schaffen können, wenn da mal wieder was wäre. Dann da haben wir Kälble, also ein hundsalter Kälblekarre. Hydraulikpumpe, ich weiß nicht, vielleicht kennt sich hier irgendjemand aus mit einem alten Kälble oder sowas. Ja, so eine Servopumpe müsste es wahrscheinlich sein. Das ist quasi die gute und das dann ist die schlechte. Da ist die Ding, die Welle da noch gewesen, dann ist alles kaputt. Und da war so eine Kupplung drauf, so ein 18. Ich weiß nicht, ob damit irgendjemand was anfangen kann. Vielleicht gibt es irgendwelche Kälbel-Experten hier bei den Zuschauern. Wäre cool, wenn ihr da was wisst oder irgendjemand kennt oder irgendein Spezialist, wo sich so alte Krust spezialisiert hat, dann muss ich mal was, irgendwas zusammen doktern. Ja, so schaut es aus. Jetzt komm, geh drauf. Ist gar nicht so einfach, weil das nur übers Handy sieht. Ist ja zu viertel, du musst direkt noch rüber. Dann nochmal, dann geht's. Zack, dann musst du jetzt. Jetzt geht's. Genau, wenn ihr da irgendjemand wisst, wäre ganz cool. Weiter geht's. Was haben wir noch gemacht? Die dann haben wir gemacht. Neue Lagersitze, das quasi abtrennt. Dann Wellenei, die ausbohrt, das Lagermaß dreht. Und dann wird es zusammengepresst, zusammengebaut und verschweißt, dass das wieder geht. Und dann haben wir da einen Mulcher noch dran. Das dann ist der alte Bügel, der ist komplett verrammelt. War nicht wirklich gut nachgeschweißt. Hat Rolf Tender gebaut, das Vierkantrohr. Und schweißt ihn dann da wieder drauf. So noch ein bisschen richten alles. Und dann ist gut. Genau, so viel zum Mittwoch. Lang da. Auf dem Klappteil wieder. Starthilfespray hilft immer. Wenn das dann runter. Also das ist echt krass. Ich hab den so. Und gut, jetzt kommt er wieder raus, aber gerade hat er sich richtig zusammengezogen, das Hundling. Der Hundling. Die sind ewig lang auf der Seite gleichen. Jetzt haben wir ihn. Oh, was soll das werden? Ich muss ein Schiss da mit dem Bremsen, mit dem Starthilfespray. Das kann nicht ganz schön böse ausgehen. So, herzlich willkommen vom was ist heute? Samstag, genau. Sind heute hier dran in der Fräse. Neuen Ding. Neue Funkfernbedienung einzubauen. Und
gleich mal kurz zeigen. Oh, ein bisschen Strom. Sorry. So. In Zauberfeld, genau. Ich zeig's euch gleich mal. Was hier Masse ist, super. So, hier, der kommt noch rein. Das ist quasi der Empfänger. Und hier haben wir quasi die Fernbedienung. Alles drum und dran, neu. War gespannt, wie wir sie bekommen. Jetzt haben wir auch mitlaufen. Dann sehen wir weiter. Das klappt auch nicht. Läuft wieder alles soweit. Vorwärts, rückwärts. Gasgeber geht und und. Fehler hat sie klar gebracht, dass sie zu wenig Kühler verpostet sind. Da gucke ich gleich nochmal danach. Dass diese Einsätze verreckt gleich. Jetzt gucke ich gleich, ob die Kupplung auch passt oder funktioniert. Nehmen wir die Funk aus. Aus. Funk an. Ich muss mal kurz so probieren ohne Handy, weil ich würde jetzt irgendwie gerade auf dem Weg. Ich habe den Akku und kann anzeigen, dass der leer ist. Dann würde ich es aber nicht wundern würde. Dann habe ich eigentlich der Fahrt geladen. Dann gucke ich es gleich mal an. Ich kann euch im Heimweg erzählen, was der genau war. Weil ich will jetzt auch Feierabend machen. Es ist Samstag irgendwann 15 Uhr oder so, was ich heute auch kaputt mehr. So, fertig für heute. Da noch stellen. Ladegerät. Anschnallen natürlich. Ja, die Fernbedienung eingebaut. Eine Akkuwahl zum Leben, wenn kurz wenn gewartet hier drin im Auto haben, wenn geladen. Jo, von dem her passt das alles. Ist sind viel zu viel, wir haben mal gleich aufgeladen. Und gut ist. Sonst ja. Ging ganz gut, war so Plug and Play, kurz auf die Tisch drücken, da ging jetzt alles. Von dem her kein Problem. Es ist halt hier Zauberfeld, das ist schon ganz schön am Ende der Welt für mich jetzt auch hier zum Hinfahren. Aber mach mal, also jetzt ist vier Heimweg nochmal eine gute Stunde hier. So ist es eben. Ja, die Woche war wieder gut was los. Hat einen guten Wechsel in der Werkstatt. Jetzt haben wir einen M-Betrag drin, der ab und zu nicht mehr ganz schaltet. Dann Unimog, wo wir wahrscheinlich eine Kabine restaurieren müssen. Wenn ihr da irgendwie was habt, jemand, wo so blanke Kabine hat, 427 oder 424, weiß ich jetzt nicht ganz genau, auf jeden Fall an Agrarreihe 1400er. Müsste jetzt auch mal genau gucken. Ja, die müssen wir nämlich da umbauen und überholen, lackieren und was weiß ich, dann bin ich gespannt, ob wir das machen oder nicht. Ja. Genau, und sonst. Ja, der TB92, der deutsche Bagger, der Zylinder undicht, der ist an der Schweißnadel schon undicht worden. Müssen wir dann noch sauber schweißen. Da haben wir Schweißen, machen wir schon am Montag. Sonst, ich war jetzt noch zwei Tage Rabattesätze, da habe ich jetzt noch ein Video oder so davon gemacht. Das hat auch soweit eigentlich alles ganz gut geklappt.
in der Firma Axel Schmidt Baudienst. Ja, danke da dafür, dass da jetzt bei uns genau gelangt haben, hat es geklappt. Bei der nächsten Terminalspark von Elscheide, die muss ich jetzt erst noch besorgen. Da brauchen wir ein paar spezielle. Ja, jetzt sehen wir weiter. Was war sonst schon die Woche? Ja, viel Pause geschafft. Also in der Werkstatt, wenig im Büro, ich war heute Morgen den ganzen Tag im Büro. Und war wieder dringend nötig. Viele Sachen zu zahlen, viele Sachen zum Rechnungen schreiben. Das bleibt halt ziemlich oft liegen, wenn dann immer 3-4 Leute in der Werkstraße sind, die man jeden Tag geschäft, dann muss man ab und zu ein bisschen helfen und Fehler suchen. Da muss man so sein, jedes. Alles muss ich alles ein bisschen hinbekommen. Ich muss vielleicht da meinen Fokus ein bisschen verschieben, wenn ich ehrlich bin. Dass ich samstags mir Drehmeißel raussuche oder mich informiere, was ich da brauche für meine Drehbank. Und vielleicht einfach unter der Woche die Rechnung schreiben. Das wäre vielleicht besser, aber ein Vorteil ab und zu. Ja, aber so ist's. So wird es auch eine bleiben, ich könnte schon ändern. Genau. Auch so viel mal hierzu vom Samstag. Ich danke euch bis hierhin zum Zuschauen. Bis.